Hallo und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid in unserem neuen kleinen Dörfchen, weil wir mussten ja tatsächlich leider wieder von vorne anfangen, weil wir es mit dem Mods verkackt haben. Also ich. So, Herrenhaus ist im Aufbau, sehr cool. Dann geht es da nämlich auch weiter. Ich bin gespannt. Wir haben ein paar neue Leute bekommen. Ich würde sagen, wir machen im Steinbruch und im Baubüro mal noch zwei Leute dazu. Tja. Und dann gucken wir mal, ne, dass wir so Stück für Stück ein bisschen größer werden. Wir werden sehen. Ich würde tatsächlich mal gucken, dass wir vielleicht doch nochmal hier so ein Grundstückchen pflanzen. Eventuell kommt dann ja, Entschuldigung, nochmal jemand dazu. Ja, gucken mal, ne? So, es war jetzt nicht so attraktiv, aber vielleicht kommt das noch. Wobei, wir können ja mal gucken. Ich kann hier, glaube ich, mauern. So, gucken wir mal. Dann können wir ja einfach mal ein bisschen schauen, ne? Ein bisschen Deko und so, ne? Aus Schrabi Shrub Shop ist leider nicht so cool. Aber ich glaube, das ausgefallene Naturpaket, das können wir schon machen, ne? Dann können wir hier nämlich auch wieder ein bisschen, hier gucken wir mal. Oh, ist die groß, die Eiche. Die ist ja riesig. So, das, glaube ich, trifft sich hier eigentlich ganz gut hin, ne? Hier. Jetzt gucken wir mal. So, ich glaube, so können wir das schon machen, ne? So. Und dann können wir hier hinten noch eine Birke hinsetzen. Eine hohe. Ja, so, hier, die hier, guck mal. Oh, schön. Das sieht gut aus. Ne? Und dann haben wir jetzt wieder die Sträucher. Das ist schön, ne? Das, die mag ich tatsächlich echt gerne, ne? Das ist total cool. Also. Gucken wir mal, dass wir das hier alles so ein bisschen schick machen, ne? So. Alles ein bisschen, ne? Vielleicht kommt dann da nochmal jemand hin. So, oh Gott. Machen wir hier nochmal ein bisschen was. Da. Da. So. Und dann. Oh, guck mal, wir machen mal den doch eher so, ne? So. Und dann könnte man doch eigentlich mal gucken, dass man vielleicht hier auch nochmal so einen roten Ahorn hinpackt. Und dann ist es doch schick. Oh, cool. Ne? Und dann, wie sieht die Attraktivität aus? Ja, guck mal, ist doch schon wieder viel schöner. Hier ist zwar immer noch niedrig, hat also nicht ganz so viel gebracht. Aber hier sind wir schon hoch. Ne, es kommt dann schon noch mit der Zeit. Da bin ich mir ganz sicher. So, jetzt bauen sie hier erstmal weiter. Schön. Wie sieht es denn da aus? Ja, guck, hier ist doch schon durchschnittlich. Das ist in Ordnung. Doch, passt. So, Herrenhaus ist fast fertig. Mega cool. Kann ich eventuell schon mal Holzerweiterung, Schatzkammer, Erweiterung, Schatzkammer. Genau. Und dann fehlt uns bloß noch hier der Turm und das Hauptgebäude. Ne, das wird ja dann eh das Vogtbüro, glaube ich. Und dann, jo, ne? Ist dir schon wieder so weit. Ein arbeitslosen Dorfbewohner. Ich glaube, da würde ich jetzt auch tatsächlich gerne jemanden noch als Zimmerer einstellen, dass da ein bisschen was mit dem Holz passiert. Haben wir hier Werkzeuge? Haben wir ja. Genau. Cool. Haben wir den Handel schon freigeschalten? Handel aktiviert. Genau, jetzt müssen wir bloß Ressourcen gucken. Haben wir gemacht. Sehr schön. Das war... Ah, okay, cool. Sehr, sehr schön. So, wieder ein Dorfbewohner, der bleibt. Da würde ich jetzt auch tatsächlich hier nochmal den dritten reinpacken, dann ist der nämlich schon mal voll. So, Marktplatz brauchen wir jetzt erstmal nicht weitermachen. Hier kann man auf alle Fälle dann nochmal jemanden da reinpacken, wenn es dann soweit ist. Ne? Ah, guck mal. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier das Hauptgebäude. Das wird aber dann die große Halle. Und der Turm wird dann das Vogtbüro erstmal, ne? Ich denke, das macht schon dann Sinn. Ja. So, und dann Monat 4. Oh, na toll. Blöd. Jetzt haben wir dann die
ja, die sag schon, die Beförderungen nicht mehr hinbekommen, aber das ist nicht schlimm. Wir sind Monat 5, das ist okay. Sollen wir eh gucken, dass es nicht zu lang, zu viel ist, ne? Immer Stück für Stück. Dann passt das schon. So. Dann müssen wir mal gucken. Ich würde eigentlich gerne gucken, dass wir vielleicht hier eine Straße bauen. Für mich zur Orientierung. Dann machen wir bloß eine kleine. Das wird da so ein bisschen... Der rote Baum ist irgendwie weg. Krass. Okay. So. Dann eventuell packen wir hier tatsächlich schon mal die Dorfkirche hin. Dann ist das so ein bisschen ein Verbindungsglied zwischen, zwischen Wohnen und Arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier ganz gut ausschaut. Ne, aber also halt wirklich ganz schlicht und einfach. Also ich mache mir das nicht mehr, den Stress. Ne? Also. So. Guck hier. Könnte schon gut werden. Wobei könnte man theoretisch auch hier hin machen, ne? Dann ist es auf alle Fälle definitiv zentral, ne? Soll ja bloß die Dorfkirche sein, ne? Ist kein, nicht die Kirche. Eigentlich auch eine ganz coole Idee. So. Muss man halt ein bisschen höher machen, ne? So. Muss ja eigentlich, ne? Ist eigentlich cool. Eigentlich ist das cool. Aber mir gefällt der Eingang nicht. Die Tür. Jetzt muss ich bloß gucken, ob das dann... Ich glaube, wir drehen sie mal. Ich glaube, so rum ist tatsächlich schöner. Weil wir dann so ein bisschen hier gerader sein können. Okay, noch ein bisschen auf die Straße gucken. So. Ja, gucke mal, das ist doch sehr viel cooler. So. Ne, und dann gar nicht groß irgendwie. Erstmal bloß eine kleine Dorfkirche, ne? Und wenn sein muss, bauen wir eben halt auch nochmal irgendwo Holzerweiterung. So, und dann können wir ja hier einfach noch sagen, ne, dass wir die Erweiterungen noch bauen. Dann ist nochmal ein bisschen mehr Platz. Dann hast du hier auf alle Fälle einen Weg. Hier ist ein Eingang. Deckst erstmal alles ab. Und dann kann man gucken, ne, wie es weitergeht. Why not? Eigentlich ganz cool. Gefällt mir gut. Dann kannst du von mir aus auch hier hinten noch eine Tür machen. Einen Hintereingang. Passt. Coole Sache. Beförderer einen Neuankömmling. Das dauert jetzt noch ein bisschen. So. Dann lassen wir die einfach auch schon mal bauen. Und hier ist es dann tatsächlich so, dass wir hier den Turm das Vogtbüro machen, ne? Vogt zuweisen. Ein Handelsbonus, finde ich cool. So, Mandat auswählen. Oh, okay. Oh, jetzt habe ich irgendwas... Oh shit, das wollte ich jetzt gar nicht. Nein, jetzt habe ich irgendwas ausgewählt. Eigentlich wollte ich doch nur Scheibenkleister warten auf den Funk. Naja, gut, okay. Ja, ich wollte eigentlich gucken, wo das ist. Und jetzt, ja, läuft er einfach irgendwo hin. Ich weiß auch noch nicht, wohin. So, oh, wir haben hier einmal wieder nicht aufgepasst. Oh. Warte, so. So. Genau. So. Und dann müssen wir auf alle Fälle jetzt dann mal anfangen, das Forsthaus hinzubauen. Denn wir müssen auf alle Fälle brauchen wir ja, dann die neuen Bäume. Ne? Das ist so. Stellen wir da hin. Ja, dann kann hier die Straße weiter noch hochgehen. Ich glaube, das ist ganz cool. Ja, gefällt mir bisher echt gut. Also ich bin wirklich tatsächlich begeistert davon, wie das hier gerade so ganz entspannt funktioniert. Das hätte ich nicht gedacht, dass das alles so schön. Freue ich mich drauf. Gut. Achso. Ist natürlich jetzt so mit Essen ist halt echt nichts, ne? Null Auswahl. Ah,
Das runter zum Wasser ist schon. Also ich glaube, die Fischmod nehme ich doch mit rein. Einfach für die Abwechslung. Und das ist nur die Fischmod. Damit wir hier hinten einfach die Fischteiche, weil es ist halt, ne, guckt euch das an, wenn wir brauchen noch das und wahrscheinlich noch das. Dann haben wir vielleicht Glück. Oder das und das und dann brauchen wir vielleicht noch eins. Das weiß ich nicht. Und gleichzeitig müssen wir aber in die Richtung gehen, damit wir eben halt die Möglichkeit haben, die Ressourcen zu, ne, zu machen und sowas. Ne? Gut, wir könnten auch hier lang gehen und hier, aber es ist halt trotzdem wahnsinnig weit. Ich meine, hier hätten wir die Beeren noch. Ja, kann man machen. Es ist echt schwierig, ne? Muss man gucken. Und so könnte ich dann eben halt einfach, ja, auch so ein Stück weit den Teich, sage ich jetzt mal ganz blöd, zum Beispiel auch hier hinpacken oder so, ne? So. Ich glaube, ich würde tatsächlich mal gucken, ob wir nicht eventuell auch hier noch einen Baum hinpacken können. Können wir. Und dann müssten wir doch auch noch Achso, das ist ein Buchensetzling. Okay. Ahorn. So. Ich habe noch keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob das gut ist, wenn man das alles mit einem Paket macht und nicht extra bauen lässt. Müssen wir mal schauen. So, aber jetzt gerade. Achso, oh, wir müssen hier malern. Maler, 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 Maler. So. Ne? Das müsste eigentlich passen. So. Was? Jo, okay. Da sind jetzt plus zwei drin. Das ist sehr schade, aber vielleicht entwickeln die sich nochmal. Hier sind auch nur zwei. Es ist echt tatsächlich das ist sehr schade, ne? Dass es bloß die vier sind. Es müssten eigentlich viel, viel mehr sein. Ich weiß nicht, ob der Platz nicht reicht. Reicht der Platz tatsächlich nicht? Das ist echt viel zu wenig. Jetzt haben wir da die Kirche. Wir könnten theoretisch auch hier nochmal ein bisschen mehr einnehmen, ne? Könnte man schon noch machen. Ich glaube, hier ist, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, das ist nicht so cool. Also ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, das hier hinzubauen. Ich mache erst mal, ne? Und dann gucken wir mal. Vielleicht bauen sie auch gar nicht hier hin, weil sie sagen, das sieht so hässlich aus. Aber ich glaube tatsächlich, dass zwei Häuser ein bisschen wenig sind. Wir haben jetzt 20 Leute. Wir können auf alle Fälle mal ein bisschen gucken, dass wir auffüllen. So, ich glaube, das war's dann auch, ne? Oh, der Förster. Den müssen überall Leute eingestellt, aber nicht da, wo es wirklich wichtig ist. Super. Ja, guck, jetzt haben wir keine mehr. Ist nicht schlimm. Es läuft schon, ne? Es läuft. Alles gut. Ist cool. Ich freue mich tatsächlich, ne? Also ich bin wirklich... Doch, schön. Find das cool. So, und dann, glaube ich, möchte ich gerne hier schon irgendwie auch nochmal so ein bisschen eine Mauer bauen. So. Total eingesperrt. Aber es macht nichts. So. Ja, schön. Mir gefällt das. So. Dekoration. Fans. Ach so. Oh Gott, nee. Ja, so, und jetzt hier nochmal so eine... Passt es? Ja. Ne, kann man so machen. So, und dann machen wir hier nochmal so einen Busch hin. Und dann ist gut. Nochmal ein bisschen schick machen. Und zwei Bewohner sind geblieben. Das ist cool. Ich würde gerne mal wissen, ist hier jetzt und da... Nee, da sind... So, jetzt. Okay. Na komm, jetzt machen wir hier nochmal einen hin. Schön. Oh, wie
Beförderungen. Oh Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, ne, dass wir es wieder verpassen. 280, nehmen wir einfach alle, die brauchen Komfort und Gottesdienst. Es könnte eng werden, ne? Wir müssen dann gucken, dass wir möglichst schnell uns erweitern, aber das kriegen wir hin. So, das kriegen wir tatsächlich hin. So. Das ist schön, da haben wir jetzt den Busch. Das ist auch cool, da können wir auf alle Fälle hier nochmal einen hinmachen. Und da machen wir nochmal einen hin. Ne? So. Sehr schön. Und ich würde sagen, dass wir hier auf alle Fälle auch nochmal einen hinmachen können. So. Und ich würde sagen, da können wir eigentlich auch noch einen hinmachen, ne? So. Sehr zufrieden bin ich. Doch, gefällt mir gut. Echt schön. Auch mit der Kirche, das funktioniert. Wir brauchen mehr Bretter. Okay, ja gut, das ist natürlich jetzt mit dem Holz ein bisschen knapp geworden jetzt, ne? Haben wir jetzt tatsächlich ein bisschen... aber passt schon. Wird schon. Hier, super. Hier bauen sie hin. Sehr gut. Da bauen sie neu auf. Weiß ich nicht. Hier wird gebaut und hier unten wird gebaut. Klasse. Richtig gut. Ich würde vorschlagen, dass wir auch dann hier unten noch mal ein bisschen weitermachen. Vielleicht passt hier ja noch mal eins hin, ne? Müssen wir mal gucken. So. Aber ist halt auch cool, ne? Herrenhaus ist hier so in dem Bereich. Die eine Kirche ist jetzt hier. Und hey, dann bauen wir halt einfach mehrere Kirchen. Dann ist das halt eine katholische, das andere ist eine evangelische. Das nächste ist eine Spaghetti-Monster. Mal gucken. Also, jo, das machen wir dann schon. Das machen die dann schon. Nee, schön. Also wirklich echt ein bisschen Geld verlieren wir. Weil sie jetzt nicht so viel über den Marktplatz gekauft haben und wir tatsächlich ein bisschen viel so gebaut haben, ne, mit den Dingern hier. Aber ansonsten ist das eigentlich total entspannt. Ach so, oh, ich bin so doof, ne? Oh. Hätte ich mal einstellen müssen. Ups. Das habe ich vergessen. Hoppala. Das war keine Absicht. So, dann bauen wir hier auf alle Fälle nochmal. Ich finde den Baum hier eigentlich echt schön, aber der ist zu groß, ne? Dann können wir den nehmen. Guck mal. Ist das schön. Ja, das gefällt mir. Und dann will ich die roten Blumen. So. Und dann machen wir da nochmal so ein bisschen. Und dann machen wir da nochmal ein bisschen. Das sieht so komisch aus, ne? Der Farn. Der sieht so einseitig aus. Aber alles gut. So. Guck mal. Blümchen. Ich mag die roten Blumen. Schön. Haben sie hier dann irgendwie so ineinander? Oh, es ist Gottes Wille. Ja, Dankeschön. Voll cool. Achso, hier, ja, genau. Da. Ah, okay. Da, 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 da. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch keine anderen, ne? Ja, pass mal auf hier. 100. Machen wir erstmal den da? Ich glaube, das ist Quarz. Oh, der ist bestimmt ewig. Aber wir brauchen ja auch noch nicht, ne? Dann müssen wir halt die Dinger noch kaufen. Dann ist halt so. Ach so, er fand nur Stein. Ah, dann haben wir das jetzt genommen. Ah, okay, alles klar. War schon noch weit weg, ne? Das ist schon so cool, dass jemand... Hoffentlich bleibt der. Und? Bleibst du? Oder was machst du? Ach nee, das ist einer. Ah, das ist ein Händler. Oh, das ist ja cool. Das ist ja toll. Hier brauchen wir auf alle Fälle noch ein paar Leute, damit wir da auch mehr verkaufen können, ne? So. Jetzt haben sie die zwei so voll ineinander gebaut, aber das macht nichts, ne? Ach, schön. Das gefällt mir gut. Doch echt cool. So, was haben wir denn hier noch? Steinmetzhütte, Köhlerei, Eisenschmied. Ja, das dauert halt jetzt noch, ne? Das dauert jetzt tatsächlich noch ein bisschen, bis wir da so weit sind. So, Getreide können wir jetzt aber auch, ne?
Weizenfarm, Windmühle, Bäckerei, das ist cool. Das ist richtig, richtig cool. Genau. Schön. Was mit der Hopfenfarm? Das dauert noch ein bisschen, ne? Ja, da müssen wir mal gucken. Also ich würde tatsächlich so ein bisschen zuerst, glaube ich, in die Richtung gehen, weil wir zum einen oder in die Richtung. Oh, Weizenfarm, ne? Also hier hätten wir natürlich den, hätten wir mehr Platz, ne? Kann ich das schon gratis haben? Ja. Und es ist halt die Frage, können wir das auch schon machen? Ne? Es ist natürlich auch echt teuer. Und Herrenhaus können wir nicht anbauen, ne? Das ist hier hinten. Naja, könnte man schon machen. Wegen Geldmünzen. Wir könnten tatsächlich doch nochmal einen Anbau machen, so ein Hauptgebäude, ne? So. Könnten wir theoretisch schon machen. Wir könnten es auch so ganz ineinander machen. Ja, bau das mal bitte. Dann haben wir nochmal ein bisschen mehr Platz für die Münzen. Ich glaube tatsächlich, dass das schon wichtig ist. Oh, Entschuldigung, ich bin gerade gegen das Mikro gekommen. Hoppala. So. Es läuft, ne? Es läuft. Ach, schön. Ich freue mich. Jetzt machen wir hier mal das da wieder weg. Und dann... So. Ja. Schön. Ich freue mich total. Oh, guck mal, das ist schon fast fertig. Das ist ja cool, dass das da schon so schnell geht. So. Richtig cool. Schön. Wow. Voll toll. Jetzt finde ich Steine bloß noch, aber da haben wir noch welche. Das ist kein Problem. Ja, Steine mit Zutun müssen wir dann gucken. Die würde ich wahrscheinlich tatsächlich auch hier hinpacken. Ich würde am liebsten, ne, so ewig viele neue Territorien damit dazu holen, damit wir den Platz haben. Oh, ich finde das hier hinten tatsächlich einfach echt cool, ne? Ist total, man ist natürlich jetzt irgendwo im Wald drinnen, aber wenn wir halt eins von denen, wahrscheinlich das da dazu nehmen, dann haben wir ja genug Holz hier in dem Bereich. Und ich kann das Herrenhaus so ein bisschen nach hinten erweitern. Oder ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht bauen wir dann auch wirklich ein neues, ne? Wenn wir sagen, okay, wir nehmen das hier dann noch mit dazu, dass wir tatsächlich jedes Herrenhaus neu aufbauen. Und dementsprechend dann auch so ein bisschen größer. Aber dann hast du hier tatsächlich sowas wie ein Zentrum, ne? Achso, hier soll der Marktplatz erweitert werden, genau deswegen. Ja, dann müssen wir mal schauen, wie wir es machen, ne? Da gucken wir dann einfach mal. 30 Leute können wir beherbergen, das ist ganz gut. Ja, es kommt dann auf alle Fälle nochmal eine zweite Kirche. Was auch nicht, irgendwo dann hier, mal gucken. Also die wird nicht reichen, ne? Die deckt halt das ab. Aber ansonsten, ja. Cool. Schön, ja, Holz ist ein bisschen knapp, aber das kommt dann schon nochmal, ne? Das kommt dann schon. Gut. Okay, ihr Lieben, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich total, dass ihr mit dabei wart. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Bis dann. Ciao, ciao.